Muss ich. Jetzt probst du für dich eine Breakdance-Nummer, oder? Sei der Beyblade, sei der Beyblade. Oh, sie hat, der Name wird immer noch falsch angezeigt auf der Aufnahme. Wieso das? Weil er nicht grün dargestellt wird, sondern aus irgendeinem Grund schwarz. Okay, sieht man das mit meinen Beinen? Du weißt übrigens, dass ich die ganze Zeit schon aufnehme? Ich bitte darum. Ist das eine Art Paarungstanz oder was wird das hier? Bestimmt. Ich meine, ich zweifle nicht daran, dass es Pornos dazu gibt. Es ist das Internet, aber ich gehe einfach mal weiter. Ich habe übrigens keinen Schimmer, wo wir jetzt hier sind, weil wir beim letzten Mal so einen Teil wiederholen müssten, glaube ich, ne? Ach, hier sind wir ja, doch. Ja, stimmt. Da hat dein Internet aufgegeben. Ja, na los, genau. Mann, öffnen Sie! Lassen Sie uns rein! Vergessen Sie es! Diese Dinger sind überall im Laden! Entweder Bescheid. Wie war die Steuerung? Und was ist das hier alles? Jeder andere Third-Person-Shooter. Oil, so eine Flasche Öl würde ich mitnehmen, weil Waffenpflege ist wichtig. Ich glaube, die haben gerade andere Sorgen. Ja, wenn man so 5 Minuten zwischendurch Zeit hat, solltest du mal die Waffe ölen, deswegen schon mal sicherheitshalber einpacken. Alter, wie konnte ich meine Waffe wechseln? So, okay. Leute, lass die Fenster doch heile, lass die Zombies sie zerstören. Na, ja, das wäre ja logisch. Ja, stimmt. Was erwarte ich von einer KI? Was erwartest du von einer Resident Evil KI? Gar nichts. Okay, sterben. Ich will nicht sterben. Ich wollte dich nicht erwischen. Sonst einen Headshots, der nimmt 5 und sein Kopf ist immer noch dran. Kann ich nicht. Achso, der ist. Ich habe ihn in der Luft erschossen, aber er hat mich trotzdem noch getroffen. Oh, ich sehe, er hat scheinbar keinen Schaden gemacht. Okay. Haben die eigentlich Sturmgewehre? Wieso ist ein Gegner bei uns drinnen? Oh, die Boden ist richtig gut. Kann man auch einfach hier die KI möglichst viel für sich kämpfen lassen, um Munition zu sparen? Ja. Ist der Bursche da Peter? Sind Sie irre? Spielen Sie nicht den Helden? Sie hält uns doch nur auf! Was ist nur los mit Ihnen? Ist sie nicht Ihre Freundin? Können wir den Typen. Können wir sie nicht einfach alle erschießen, damit wir sie los sind? Ich mag keine langweiligen NPCs. Aber ich muss sagen, das Gore-System in dem Spiel gefällt mir echt gut. Das was? Das Gore-System. Du kannst halt die Zombies komplett zerfleddern. Oh, ja gut. Oh, da ist ein Zombie mit Waffe. Man könnte nach draußen gehen. Ich würde gerne mein C4 wieder einsammeln, aber das Spiel sagt nein. Nee, kann man glaube ich auch nicht. Eine Schneideszene. Ist die Waffe klemmt. Nennt sich Ladehemmung. Greift in eine neue, wir sind in den Waffenladen. Mit der Waffe. Klar, ihr Schwachköpfe dürft gern kämpfen. Ich werde von hier verschwinden. Und sterben. Ja, das sowieso, aber wir sind im Waffenladen. Greift ihr eine von der Wand? Aber hey, das ist eine Möglichkeit, einen Charakter loszuwerden, der seinen Zweck erfüllt hat. Was war sein Zweck? Ein Arschloch sein? Ich glaube schon. Oh. Also ich glaube, einen anderen Zweck hatte er wirklich nicht. Geh weg von mir, verdammt! Oh, da kommt er wieder angesprochen. Gib ihm noch 5 Sekunden, dann ist er tot. Verdammt, ich glaube, das waren 5. Siehst du? Nein! Ach, er war Peter. Oh mein Gott, der nervige, langweilige, generische NPC. Was war das? Tod und Verderben? Was sind das überhaupt für mutierte Zombies? Sollen das die, hießen die Redheads aus dem ersten Teil sein? Aus dem Remake? Keine Ahnung, was Dropkick. Da nochmal Nahkampf? Einfach nur ohne Ziel zu schießen. Ach ja.
Oder du nimmst dein Messer. Ja, das müsste jetzt aus. Geil, eine Menge Fähigkeitspunkte. Ja. Stimmt, die dürfen immer noch nicht ausgehen. Ja, ich vermute, wie nach einem Kapitel. Wir sind ja, glaube ich, immer noch im ersten. Ja. Oh nein! Stomp. Wie lange müssen wir das hier überhaupt machen? Ich bin langweilig. Mindestens 5. Was? 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 Ich sehe, wir verstehen uns. Was? Zombies? Ja, hier? Nicht so. Ich glaube, es gibt kaum noch Zombies hier. Kommen Sie raus, bevor ich mir anders überlege. Wenn du das konntest, warum nicht die ganze Zeit vorher? Warum hat er es nicht von vornherein gemacht, um den Laden zu sichern? Weiß ich nicht. Gott sei Dank ist gerade bescheuert. Das war ganze Arbeit. Ihr habt Glück. Es müsste gleich ein Bus kommen, der mich abholen soll. Falls wir den erreichen, geht es direkt zur Tall Oaks Kathedrale. Von dort werden Leute evakuiert, habe ich im Radio gehört. Aber wie gesagt, falls. Draußen ist die Hölle los. Wir warten nicht auf Nachzügler. Krieg ich jetzt endlich mal ein Sturmgewehr? Nein, natürlich nicht. Die Güter. Was? Hat er gerade random Englisch gesprochen? Hat er nicht gerade... Keine Ahnung. Was ist das? Achso. Mehr Munition. Frage, wie kommen, wie kommen die Zombies überhaupt hier hoch? Die sind gut im Klettern. Ja, ich sehe gerade irgendwie nicht viel, es ist scheiße dunkel hier. Ja, ich habe keine Munition. Irgendwo im Schrank ist noch Schrotmunition. Oh, ich bräuchte dringend mal Heilung. Ich müsste mich dringend gerade mal heilen. Wie kann man sich heilen? Hm? Nee, das war... Ah, so, ja. Komm mal her. Okay. Nice. Ich bin in das Geld rausgefahren. Ja, es ist kacke, wenn man keine Munition hat. Die Schrotflinte. Der Raum ist so ein bisschen kacke zum Kämpfen irgendwie. Kick. Ah, so wechselt man Waffen. Das muss mit Scrollen im Zweifelsfall. Ja. Ich warte jetzt, bis die Gegner hier reinkommen. Ich sehe nämlich einfach nicht, wo sie sonst stehen. Scheinbar habe ich keine Taschenlampe mehr. Die ist kaputt oder so. Oder ich muss die Helligkeit nochmal hochdrehen. Ich sehe nix. Nee, glaub, ja, du hast recht, die sprechen Englisch zwischendurch. Da hat irgendjemand vergessen, die Soundfiles auszutauschen. Wir sagen, es hätte den Quality Control merken müssen. Aber... Hier bleiben. Alle nach nebenan. Na los, Leute. Schon wieder, hey, wir haben eine Barrikade, die wir nicht nutzen, während die Zombies ankommen, sondern erst hinterher. Yes? Noch mehr Sportmunition. Alter, Muni mangelt es mir echt nicht. Wieso hast du keine Muni mehr? Ich hab massig davon. Meistens, weil ich Spray and Pray mache. Ich hab 12 für meine zweite Schrotflinte, 46 für die andere und über 200 für meine Pistole. Oh. Ich sehe gerade sehr interessant. Ich dachte eigentlich, das Problem liege an der Spielaufnahme, aber nein. Das Problem mit dem mit der falschen Farbdarstellung habe ich jetzt nicht auch in der Bildschirmaufnahme. Ah ja. Komm doch, du Riesenbaby! Ich glaube, er frisst gerade den Schwanz des Typen. Das sieht ziemlich seltsam aus. Okay. Er hat ihm gerade scheinbar den Schritt gebissen. Aua. Hier liegt übrigens Heilung. Sollst du vielleicht mitnehmen? Ein bisschen Munition.
Ja, ich hab sogar noch Heilung. Ich versuche gerade mein C4 aus. Boah, Alter, C4-Steuerung ist ja mal richtig beschissen. Ich hasse es, wenn Spiele mir die Kamera automatisch wegdrehen. Kriege ich Plug bei. Sekunde, haben wir vielleicht kurz einen Moment? Ja, ich würde gern. Ich würde gerne mal schnell meine Steuerung wieder checken, weil ich mich an nichts erinnern kann. Steuerung. Wo ist Gegenstände einsetzen? Schnell Heilung. Ah, eins war Heilung, ne? Ja. Genau, eins ist Heilung. Ja, wo bist denn du? Oben. Oben. Guck mal. Ah, man kann hier einfach das Fenster einschlagen. Oh, man kann mehrere Pillen auf einmal nehmen. Auf einmal? Ja, indem du tippelst, glaube ich. Achso, ja gut. Das ist gut. Ich müsste mal wieder welche mischen, ich müsste ein paar Kräuter eigentlich haben. Ja. Heilige Scheiße! Oh. Helfen Sie, ich gebe Deckung. Vergessen Sie es! Retten Sie sich selbst! Ja. Nein! Wir schaffen das jetzt alle zusammen! Als Maul. Ich glaube, sie ist der. Ich glaube, der Dicke sollte tot sein, sonst war eine C4-Ladung. Ja. Ich glaube, die Fähigkeitspunkte lasse ich mir noch nicht entgehen. Das ist ein Zombie. Ich habe ihn vorhin nicht erkannt. Ja. Genau, wie sie nicht den vor dir an mit dem Nahkampf. Wer muss es da, Leute? Wir müssen runter zur Straße. Ich Was war? Ach hier. Du hast keinen Kopf mehr. Ah, überbewertet. Jetzt haben wir schon auch festgestellt in diesem Spiel. Oh ja. Da ist ein Gullideckel offen. Ja, da habe ich auch mich gerade gefragt, ob wir reinfallen könnten. Ob das ein Instant Game Over wäre, einfach komplett assi. Bringen Sie uns hier raus! Wahrscheinlich Cutscene wieder gleich rein. Was macht die fette Sau da vorne? Der Fettler steht uns im Weg! Aua. Ich hab keine Mund mehr. Ich muss schnell nachladen. Oh, komm schon, kann man jemand die Spucker da draußen abknallen? Okay. Ich glaube, zwei von uns sind gerade gestorben. Ja. Ja. Jetzt hast du es geschafft. Los, schnell! Ich finde, hier rüber. Wieso nicht links vorbei? Ich frage mich gerade, wir konnten jetzt für den die Fähigkeitspunkte quasi nicht mal einsammeln. Und dann, ich habe jetzt nur einen Haufen Schrotmuni für den verbraten. Oh. In einem Spiel, was. Gut, das ist hier wahrscheinlich kein. Nicht wirklich der Fall, aber eigentlich soll Resident Evil ja Survival-Horror sein. Da sollte man nicht so viel Munition verschwenden. Treffergenauigkeit B. Erstaunlich, weil ich die meiste Zeit Schrot benutzt habe. Kommt das hin? Keine Ahnung. Tote 3. Nice. Ich glaube, mindestens zwei davon waren mit dem Zug. Ja, stimmt. Sie können jetzt neue Fähigkeiten kaufen. Yay! Jetzt! Achso. Von den kaufen, da kannst du nur drei auswählen, wie es scheint. Ja. Verteidigung klingt gut. Ruhige Hand kaufe ich mal, ja. Nahkampf wäre vielleicht ganz nett, finde ich. Weil ganz ehrlich, erstmal Damage. Kann ich nicht, weil kostet 12.000. In dem Fall Verteidigung. Ah, mit R rüstet man eher.
Rückstoßreduzierung. Oh, sind die Fähigkeiten teuer. Ja, aber wir können Crits freischalten. Das finde ich geil. Ja, Crits. Hä? Achso. Wie? Rückstoß. Ne, ich glaube, den Rest spare ich. Ich will Schusswaffenschaden. Ich will Damage machen. What the fuck? Verteidigungsstufe 1 waren wie viele? 300.000? Verteidigungsstufe 2? 28.000. Jo. So. Damit bin ich soweit. Verlassen. Zurück. Zweimal Escape. Ah. Ich hätte mir einen Tee machen sollen vor der Aufnahme. Dafür haben sie wahrscheinlich die Waffenmods in diesem Teil weggelassen oder so. Ist das nicht im letzten auch schon? Also im fünften? Stimmt, kann sein. Stimmt, da gab es die Upgrades im... Ich weiß es nicht mehr. Im Kaufmenü. Uns wurde außerdem gemeldet, dass sich die Organisation Neo Umbrella gerade zu dem Angriff bekannt hat. Neo Umbrella. Ich weiß, was Sie denken. Ja. Nein, Neo, das sind Neonazis. Ich wollte jetzt fragen, gilt das irgendwie als Hipster-Organisation oder so? Ich brauche alle Infos über die Kathedrale. Umbrella ist zu Mainstream, wir sind Neo Umbrella. Pass auf, der Nachfolger davon ist dann Neon Umbrella. Derek C. Simmons. Der nationale Sicherheitsberater. Lass mich raten, er ist böse und wir müssen ihn umbringen. Drüber fahren. Festhalten. Das ist ein Scheißfahrer. Wo sind eigentlich die Sitze? Das ist egal, der Typ ist ein Scheißfahrer. Das sind scheiß Fußgänger. Ja, das sind einfach das sind Zombies. Die haben kein Hirn. Das Spiel wird jetzt ein endloser Horde-Modus. Ich glaube, das ist es quasi wirklich. Bisher war es nämlich nichts anderes. Und Mädchen. Nein! Oh, Hilfe! Bitte, Gott, Hilfe! Du mieses... Weg von mir! Mist! Hey, wir haben Munition gefunden. Hier lag einfach random eine Menge Munition rum. Der Busfahrer aus der Tasche. Wir kippen um! Wahrscheinlich. Festhalten! Kann ich meine Waffe wechseln? Hier wäre gerade meine Schrotflinte sehr nützlich. Wozu hat man denn eine abgesägte Schrotflinte dabei? Jetzt rammt er den Bus da runter. Wahrscheinlich. Ja. Und warum? Weil Gründe. Total tot. Ja, das war wahrscheinlich ein Selbstmordversuch. Eigentlich wollte er selbst in den Abgrund, er hat nur leider den Bus nicht gesehen. Ja, nein. Das ist nur das wahrscheinlichste Szenario in diesem Spiel, was irgendwie Sinn ergeben könnte. Was? Ich will damit ausdrücken, dass dieses Spiel dämlich ist. Ah ja, stimmt. Und von Michael Bay. Die beiden jetzt ziemlich tot. Ein grünes Kraut und es geht wieder. Ja, so stimmt. Kommen. Nur um dann so zu sterben. Die Explosion geht ja noch. Stimmt, Björn, ist echt scheiße. Du sollst eine Kugel in den Kopf jagen. Es stört mich, dass das Spiel irgendwie so kacke aussieht auf der Aufnahme. Wobei es halt irgendwie dem Spiel gerecht wird, finde ich. Wahrscheinlich müsste ich irgendwas in der Grafikeinstellung umstellen oder so. Da habe ich jetzt keinen Bock mehr, das zu suchen. Es scheint ja auch nur das Feuer zu sein und ab und zu ein bisschen Leon, Helena, irgendwas im Licht. Okay? Ja. Irgendwie sind wir immer noch am Leben. Wir schlagen uns über den Friedhof zur Kathedrale durch. Okay, Friedhof. Das sind auch die gleichen Gräber, die sie im vierten Teil hatten. Natürlich. Steht sogar was drauf. Es ist nur verpixelt. Huch, hier ist ein... Okay, man kann in den Gräber reinfallen. Ich kann seine Schaufel nicht mitnehmen. Das ist nicht mal ein Grab, das ist einfach nur ein Scheißloch voll Wasser. Für ein Grab ist es zu klein oder zu groß. Grab ist doch nichts anderes als ein Scheißloch voll Wasser. What the fuck? Der Punkt ist für ein Urnengrab. Der Punkt ist für ein Urnengrab ist es zu groß und für eine Erdbestattung ist es zu klein.
Es sei denn, du beerdigst gerade ein Baby da unten. Du wirst verbrannt. Ja, vielleicht, wenn du ein Baby da unten beerdigen willst. Oh, woher wussten sie das? Aber viel zu viele Babys und viel zu wenig Trainer. Also vor allen Dingen unser Friedhof sah anders aus. Hier ist ja wirklich einfach so, stellen wir die Gräber einfach kreuz und quer irgendwie hin. Wahrscheinlich hängen hier auch irgendwo wieder diese komischen blauen Medaillen rum, das sehen sie nur alle nicht. Du laggst gerade so ein bisschen im Audio. Wieso spawnen die Dinger eigentlich im Blitz? Ich glaube, deine Internetleitung kackt heute so ein kleines bisschen ab, denn du bist gerade bei mir einfach über einen halben Bildschirm teleportiert. Ja. Ich muss vielleicht mal den Repeater neu starten. Bitte nicht jetzt. Doch. Könnte gerade irgendwie kontraproduktiv sein. Es gibt vor allen Dingen scheinbar nur irgendwie, ich glaube, 4 Arten von Gräbern, die sie halt immer wieder repetitiv aufgestellt haben. Oh. Komplett random. As one does. Ja. Da muss ich ja nicht zu viel Arbeit machen. Ich meine, ich kann es verstehen, aber es fällt halt leider auf, wenn dieses Riesenmonument von einem Grabstein 3-mal da steht. Ich meine, hier liegt eine Schaufel, die könnte man mitnehmen. Man kann immer mal eine Schaufel gebrauchen, außerdem kann man damit super zuschlagen. Gilt als Nahkampfwaffe für mich. What the fuck? Wie beißt mir der Zombie, der vor mir steht, in den Rücken? Oh, hier stehen 2. Mit Magie. Mindestens. Oh, der lebt noch. Gleich nicht mehr. Einmal auf den Arsch treten, ist er tot. Das ergibt Sinn. Ja. Was auch sonst? Wie viele Brandgranaten habe ich eigentlich? 3, das ist gut. Achso, warte, ich könnte eigentlich gerade mal eben, wo wir dabei sind, Kräuter mischen. Kombinieren. Damit. Wow! Die Kombination Rot-Grün bringt dir scheinbar 6 Pillen. So. Und das jetzt in Behälter. Okay. Ja. Ist geil. Verschlossen. Wirklich? Sehe ich nichts von. Also gut, das wird schon. Vielleicht. Es sei denn, auf der anderen Seite liegt wieder so ein Balken drin, den wir locker von der Seite rausheben könnten. Es ist verschweißt. Da liegt nicht mal ein Balken drin, das Ding ist halt wirklich nur mit Glaubenskraft verschlossen. Ja, weiter Boden. Leon klaut ihnen einfach die Schaufel und köpft sie damit. Ja, ich hab doch gesagt, so eine Schaufel ist eine gute Nahkampfwaffe, warum nehmen wir die nicht mit? Keine Ahnung. Wir könnten gerade einen Part beenden. Dieses Spiel, ey. Voll oh, yay, Tür zu und fertig. Sag mal tschüss. Tschüss. Oh, warte. Genau, Breakdance noch eine Runde. Okay, den habe ich jetzt irgendwie nicht kommen sehen. Die wollen gerade den Part beenden. Nein. Ja, der Zombie sagt halt echt so nein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.